So, heute stelle ich Ihnen das REMIG von Remarin vor. Es ist eine Zweitbedienstation für ein Funkgerät von Remarin. Das einmal öffnen. Dann haben wir drin erstmal die Garantiekarte, eine Einbauanleitung, das ist das REMIG selbst. Es ist mit einem Spiralkabel versehen, einem Stecker, sodass man es jederzeit abnehmen kann. Dann haben wir natürlich die ganzen Einstellungen, einmal Lautstärke und Squelch, hoch und runter. Hier haben wir Menütasten für das Display, Kanal 16 Taste abbrechen, DSC Menü und hier hinten auf der Rückseite sehen wir einmal die Notruftaste mit einer Kappe abgedeckt, sodass sie nicht aus Versehen bedient werden kann. Hier ist die Aufhängung und das ist die Sendetaste hier. Ist im Lieferumfang enthalten, auch das Kabel, da ist eine Einbausteckdose hier mit einer Schraube versehen und da wird das REMIG nachher herangesteckt. Die Einbausteckdose wird in den Pult oder in den Schottwand eingebaut. Zusätzlich ist hier noch ein Lautsprecherkabel dran, sodass dort in der Nähe auch ein Außenlautsprecher montiert werden kann. Und das Kabel wird hinten in die Funkanlage einfach reingesteckt. Weiterhin enthalten Anbaumaterial. Einmal eine kleine Platte, um das Loch abzudecken, wo die Steckdose nachher sitzt. Dann natürlich die Aufhängung für das Mikrofon. Das wird hier reingehängt. Zwei Schrauben an die Wand gesetzt. Und die Schrauben sind auch im Lieferumfang enthalten.